Hey Leute, hier sind wir wieder bei Serious Sam 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir erinnern uns, wenn wir hier runtergehen, kommen ganz viele Gegner. Und wahrscheinlich werde ich wieder sterben. Erstmal kommt gar keiner. Okay, wo sind sie? Irgendwo rechts oben kam immer einer. Genau der. Oh Mann. Dieser Sack. Kriegen gut auf den Sack hier. So, den einen Hammer. Ich speichere mal zwischen. Keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht. Zweiten Hammer. Hoppala, verpiss dich. Komm her. Bam. Okay, da oben die jetzt. Oh, die haben hier Homing-Zeugs-Bums. Aber nicht mit uns. Es ist echt erstaunlich, wenn man das Spiel mal wieder ausmacht. Hi. Und dann mal wieder... Von neuem wieder beginnt hier. Kommt man erstmal. Ja, manchmal unerreichbare Stellen hier. Das schafft man dann auf einmal. Die kommen hier direkt aus der Hölle. Diese Viecher. Jawohl, wir springen hier drauf, nur in unsere Uzis. Ach so, ich wollte schon sagen. Die werden das doch wahrscheinlich auch nicht überstehen. Und dann geht die Reise los. Ach, das da oben, das kriegen wir gar nicht mehr, unser Gold. Oh, hallo. Das war's. Was sind das hier oben für Kloßköppe? Nehmen wir mal die Pumpe oder was in die Hand hier. Nee, doch nicht. Scheiße, Mann. Oh, ich bin runtergerutscht. Okay, das war nix. Und ich habe wieder nicht abgespeichert. Verdammte Axt. Okay, jetzt sind wir in einer richtig beschissenen Lage hier. Aber richtig beschissen. Aber es ist machbar. So, damit haben wir es auch schon wieder. Okay, auf zu schießen da oben, Freund Blase. Nummer 1, Nummer 2, damit haben wir einen. Ach, da kommen 3 oder was? Ne, sogar 4. Haha. Wie kriege ich denn das hier kaputt? Okay, dann nehmen wir das mal. Jetzt kommt wieder die Zwischensequenz, vermute ich mal. Genauso ist es. Die überspringen wir gleich. Und jetzt speichere ich mal ab. So, hier sind sie schon. So, bevor die überhaupt schießen können, werden die gleich erstmal vom Himmel geholt. So, der Plan. Klappt nicht immer. Verdammte Axt, ich rutsche wieder runter. Oh, oh. Ich glaube, ich muss hier wieder drauf. Verdammt, das ist gar nicht so einfach. Aber niemand hat gesagt, dass es einfach werden würde. Komm her. Die nehmen wir natürlich noch mit. So, komm her. So, jetzt speichern wir gleich mal dazwischen. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren, denn ich habe das Gefühl, ich rutsche immer weiter nach außen auf dieser doofen Platte. Aber läuft. Läuft einigermaßen. Shit, da hätte ich da drüben bleiben müssen, oder was? Ne, wir kriegen hier, glaube ich, noch die Kurve. Jetzt ist auch noch die Muni alle. So, nochmal zwischenspeichern. Also ich werde wahrscheinlich hier noch irgendwann wieder runterfallen. Ich habe das immer drauf, dass ich irgendwo, wenn es möglich ist, irgendwo runter zu stürzen, dann kriege ich das hin. Da bin ich für prädestiniert. Tja, das ist der Plan, aber ich hänge auch... Jetzt nicht mehr. Ich hing so ein bisschen eben in der Textur fest. Wow, jetzt ruckelt es auch noch. Seht ihr das? Manchmal, da spinnt die Maus. Also es liegt nicht an der Maus, es liegt wirklich am Spiel hier. Okay, das war beschissen. Jetzt müssen wir es nur noch wieder zurückschaffen. Ah, jetzt hätten wir rüberspringen können. Shit. Muss ich überhaupt hin? Ich
glaube, wir hätten da abbiegen müssen. Jawohl, da müssen wir abbiegen. Na gut. Ah, seht ihr das? Man glitscht hier so ein bisschen auf der Platte rum. Er wackelt so und er vibriert auch leicht. Hier Richtung Lava. Ach so, sie sagt's auch noch. Okay. Man muss natürlich auf die Schnecke hören. Und da müssen wir dann wahrscheinlich hoch. Schöne Landschaft hier. Okay, aber jetzt wird der Absprung ein bisschen besser gelingen. Hoppala. So, das sieht doch schon mal besser aus. Oh. Kommt her, Jungs. Die warten ihr ganzes Leben lang drauf, dass ich vorbeikomme. Die werden nur darauf getrimmt, mich niederzumähen. Das gibt's doch gar nicht. Ein sehr erfülltes Leben. Oh Mann. Komm her, mein Guter. So. Kleiner Extra Life eingesackt. So muss das. Und ich vermute mal, jetzt geht's hier richtig die Post ab. Na los, Leute. Wo seid ihr? Aha, die Brücke hinter uns ist schon mal weg. Und da ist der gute Rocket Launcher. Die Anspielung auf die anderen Spiele hier ist ja ganz klar, dass er Unreal meint. Duke Nukem haben sie schon verarscht. Quake. Das fetzt einfach. Das ist genial. Warum kommt jetzt hier kein Gegner? Aber ich höre sie doch. Irgendwas fiebt hier rum. Oh. Hallo. Bam, Nummer 1. Kommt her, Jungs. Lass knacken, den Nächsten. Ich wüsste, von wo sie kommen, wenn ich wüsste, von wo. Ich glaube, direkt neben dem Portal stehen ist nicht so günstig. Oh, ich schieße mir halt immer selbst vor den Dönitz. So, damit haben wir den. Oh, da kommt schon der Nächste. So, kommt her, Jungs. Ja, das wird hier ein bisschen anspruchsvoller, oder was? So, mal abspeichern. Shit, von hinten. Okay, jetzt wird es die Mischung hier aus den kleinen Biestern und den großen, vermute ich mal. Hoppala. Kommt der. Aber lasst mich in Frieden. Nicht zu nah. Verdammte Axt, ich brauche Heilung. Ah, perfekt gespeichert. Aber das ist schön, dass die hier viel schneller tot gehen, die Biester. Okay. Der eine eben hat sich freiwillig geopfert. Mann, ey, die schießen aber auch immer so ein bisschen, naja, die halten vor. Die sind gar nicht so dämlich. Okay, abspeichern, Waffenwechsel, nee, wieder zurück. Oh Mann! Okay, komm her. Jawohl, es läuft. Speichern wir mal. 17% ist es nix. Aber ein... Jawohl, das eine Portal ist zu. Shit, es ist alle. Jawohl, den Hammer. Komm her, Junge. Ich glaube, da hinten ist noch einer. Ein großer. Seht ihr das? Manchmal zerstört es mir hier mein Maus. Los, fall um, du Sack. Bam. Oh, ein Megaherz. Ich mag Megaherzen. Na, spawnt noch wer da raus? Irgendwo ist noch einer hier. Ich höre ihn doch, da hinten. Komm her. So. Lass mal gar nicht dicht rankommen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Shit, abgerutscht. Mensch.
Was sind das für einer? Die hängen da in der Luft. Die hängen hier genüsslich ab, oder was? Upp. Seht ihr das? Manchmal da macht er irgendwie so einen Schlenker mit der Maus. Was soll denn der Käse? Okay. Baby, du wolltest es so. Ich stehe hier scheiße. Die trifft da hinter mir alles. Okay, mal abspeichern. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Das ist beschiss. Und so richtig was abziehen tue ich nicht von ihr. Komm her. Jetzt stirb endlich. Verdammte Axt. Hat mich natürlich nochmal getroffen. Und ihr seht, das zieht massenweise ab hier, was die rausrotzt. Das ist nicht ohne. Aber wir haben es geschafft. Aber hier ist auch nichts weiter, ne? Also Heilung haben sie hier echt nicht verteilt. Brauchen wir nicht, wir gehen jetzt weiter rein. Aber das Leveldesign ist sowas von genial. Also abwechslungsreicher geht's doch gar nicht, oder? Das ist aber echt dunkel hier. Huh? I must be seeing things. What the hell? $5 million clear dramas? It's a ripoff! I think I need to have a little chat with the clerk. Look, I don't have that kind of money. Dan, you can go back! Hurry up! But I'm here to free the universe from mental. Hurry up, man! Yeah, just a second. Sorry, no can do. Pretty please. You're holding up the line, come on. I said just as... What the hell? Oh, das sind doch alles Fahrzeuge, die wir nutzen können, oder? Look, I really don't have time for this. So, raise the ramp and hand over the cash, bitch! That felt good. Tja, so kommt man am besten durch. Mit einem Banküberfall. Wir haben 167 abgeknallt. Kein Geheimnis gefunden. Interessiert auch keine Socke. Das ist eine Verarsche hier zu Twisted Sister, einer Glam-Metal-Band aus den 80ern. Ja, wenn ihr die nicht kennt, müsst ihr mal gucken. Bei YouTube sind die Alben, glaube ich, auch mit drin. Und das ist der Anfang, glaube ich, vom 4. Album. Da kommt das. Also nicht Clears, sondern Twisted Sister, aber ansonsten ist derselbe Tonfall. Okay, endlich der Canyon. Also, ich habe die Gegend gescannt und die Hinweise deuten auf das Zeremonienplateau am Ende des Canyons. Ich habe allerdings auch eine große Anzahl Clears und anderen organischen atmenden Abschaum entdeckt. Wir müssen hier einen Durchgang finden, der den Lebensraum der Clears mit dem Friedhof, auch Knochenhof genannt, verbindet. Sei vorsichtig, aber sei auch schnell am Abzug, denn wenn die Clears uns schnappen, war's das für dich. Ich meine, für uns. Alles klar. Kommt her, ihr Säcke. Oh, shit, Mann. Geht schon gut los hier. Stehen sie direkt an der Treppe, Mann. Ich meine, haben wir ja auch in der Sequenz gesehen, aber dass die jetzt wirklich da warten. Es war klar, dass hier unten mal wieder ein Geheimnis ist. Und ich vermute mal, unsere Leben werden jetzt auch gut sein, dass wir die haben. Denn es wird tatsächlich relativ schwer. Okay, kommt her, Jungs. Einfach mal reingerotzt. Egal, wenn man so trifft. Jawohl, ja, aber es läuft. Es läuft echt gut hier. Nehmen wir mal die schießt ein bisschen schneller.
Oh Mann, habt ihr das wieder gesehen? Ich habe aber nochmal gegoogelt. Ey, haben die da, was haben die da für Rüssel? Oh. Bitteschön. Bam. Und zwar habe ich gegoogelt, dass diese Mikro, also es sind ja keine Rohglas, es ist ja wirklich, dass die Maus irgendwie ganz kurz irgendwo anders hinzielt, wo ich nicht hinziele. Und das ist bei dieser normalen Version hier von Serious Sam, also die Version 1.0, ist dieses Problem bekannt. Ich habe es ja versucht zu patchen, ich habe es ja am Anfang des Let's Plays erklärt, dass das nicht ging. Der erkennt dann die DVD nicht mehr, die Original-DVD, und ich kann es halt nicht spielen. Und deswegen müssen wir die Originalversion zocken. Aber das ist auch kein Problem hier. Mit den richtigen Skills kriegt man das schon hin. Wo sind sie denn hier? Diesen Skill, den habe ich aber hier vorzuweisen. Und bis jetzt finde ich es ehrlich gesagt auch nicht ganz so schwer wie die Vorgängerteile. Und Nummer 1. Quer. Okay, nehmen wir mal die Pumpe in die Hand. Bitteschön. Bam. Alter Falter, das sind aber viele. Jawohl, oh, das ist so schön, wenn sie alle wegplatzen hier. So viel Muni haben wir gar nicht, oder? Na gut, noch 30. Hoppala. Ja, erstmal abspeichern hier. Mit dem ganzen Gemetzel. Bitteschön, Junge. Du entkommst mir auch nicht. Da oben, was macht der da? Hier hinten ist doch noch ein Geheimnis. Jawohl, ein bisschen Gold. Merci beaucoup. Schatz, 1000. Auf jeden Fall finde ich es schön, dass sie so ein bisschen diese Claires da, ja, nicht ganz so gefährlich gemacht haben wie aus den ersten Teilen, weil die waren ja unmenschlich schnell. Oh, oh. Komm her, was auch immer du bist. Was ist das? Ach komm. Komm her, mein Guter. Mach Sitz. Oh, oh. Den haben wir auf jeden Fall. So, jetzt kommen die kleinen Pisser hier dran. Bam. Läuft, oder was? Na los, hier kriegst du eine Granate auf den Deckel. Ja, ich weiß aber, die, es sind ja nicht ganz so viele Gegner wie aus den ersten Teilen. Ich weiß nicht, ob die Engine das damals noch nicht geschafft hat, weil in der HD-Fassung, die wir davor gezockt haben, ist ja eine neuere Engine als hier. Vielleicht war die leistungsstärker. Das kann sein. Um ehrlich zu sein, weiß ich nämlich nicht mehr, wie die Originale waren. Aber ich vermute mal, da sind auch nicht ganz so viele Gegner wie in der HD-Fassung zu sehen. Okay, aber das Design hier ist einfach herrlich. Guckt euch das an hier. Das ist doch geil. Das sieht doch einfach nur geil aus. Zack, 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 zack. Mal abspeichern. Wer weiß, was da kommt. Na, gleich spawnt hier direkt vor uns ein Gegner. Oh, oh, ich habe das Gefühl, hinter uns ist irgendwas gespawnt. Oder hier. So, Freunde. So nicht. Lady Skorpion hier. Kriegst gleich einen auf den Sack. Das war echt... Die Grafik, ich finde es immer noch schön. Ich kann ja nur von schwärmen. Echt. Guckt euch das doch mal an. Ist aber sehr verdächtig ruhig hier. Oh, machst denn du? Was ist das für einer? Wow, wird immer größer hier. Und trifft mich in irgendwas. Oh, scheiße, Mann, der gibt mir voll auf den Sack. Aber echt mal. Oh, da ist ja noch einer. Ach, das war der... Ah, das sind zwei. Ja, wer hätte das gedacht. Okay, wir haben... Die sind ja fies. Komm ich hier drüben noch? Nur kriege ich nur Gold. Gold, echt.
shit, ey, ich bin runtergefallen. Ich könnte kotzen. Ich hab's doch gesagt, überall, wo ich runterfallen kann, falle ich auch runter. Das kriege ich wirklich immer hin. So, komm her, Junge. So, jetzt kommst du dran. Das sollte genügen. Ach, dann lasse ich jetzt das Gold weg. Wo bin ich da überhaupt runtergefallen? Das geht doch gar nicht. Da schubst der mich einfach runter, dieser Sack. Weg mit dir. Das ist aber sehr gefährlich hier. Weg. Na gut, Leute, aber mit dieser Aussicht verbleiben wir erstmal und ich sage bis zum nächsten Mal hier bei Serious Sam. Haut rein.